Bitte. Seid ihr sowas wie Sekretärinnen vom Richter oder Sekretäre vom Richter? Ne. Nächste Frage? Nächste Frage. Ja. Sehr schön. Wollen wir mal ein paar Fragen machen? Anfangen, so, ich fange mal an. Ich nehme mal die erste. Philipp, was machen denn Rechtspfleger und Rechtspflegerinnen überhaupt? Rechtspfleger, wir arbeiten hauptsächlich bei Gerichten, aber auch bei Staatsanwaltschaften. Wir haben die Möglichkeit, später vielleicht auch beim Justizministerium zu arbeiten. Aber hauptsächlich sind Rechtspfleger ja, in der freiwilligen Gerichtsbarkeit tätig und bearbeiten da die verschiedensten Rechtsgebiete. Genau, also von Erbrecht. Ja, bis über Familienrecht. Familienrecht. Registerrecht. Genau. Bis hin zum Grundbuchamt. Ja, wir können aber auch theoretisch in die freie Wirtschaft hinterher mal gehen. Ja, da gibt's. Ich meine, es gibt sogar einen einzigen Rechtspfleger beim DFB. Wir betreuen ja auch die Rechtsantragstelle. Ja, es ist auch da weiß man nie, was kommt. Und letztlich bearbeiten wir ja nicht Akten, sondern wir haben immer ein Schicksal dahinter und immer einen Mensch oder mehrere Menschen, die wir eben mit unseren Entscheidungen auch beeinflussen. Ja. Und deshalb, ich glaube, das macht's verantwortungsvoll, aber auch gerade so interessant und eben so vielseitig. Ja, man sitzt nicht nur da in seinem kleinen Büro und arbeitet eine Akte nach der nächsten ab, man befasst sich ja auch so ein bisschen mit den Personen, vor allem ja auch bei Nachlass, dann muss man ja auch viel recherchieren und eben ja auch Angehörige vielleicht ausfindig machen oder so. Also man hat auch viel Kontakt zu anderen Behörden und anderen Ämtern. Das ist auch doch sehr schön. Zweite Frage. Was ist das Beste an eurem Beruf? Der Punkt, warum ich mich vielleicht auch für den Beruf entschieden habe, ist, dass es Unabhängigkeit wirklich im Vordergrund steht. Also ich entscheide und was ich entscheide, wird dann nicht noch von irgendeinem Vorgesetzten dreimal umgedreht, sodass ich mich dann doch nochmal irgendwie gegen meine Meinung richten muss. Das fand ich ganz gut, weil ich glaube, bei vielen Verwaltungen ist es so, dass man irgendwie einen Chef hat oder auch halt draußen in der freien Wirtschaft einen Chef hat, der sagt, du machst das jetzt so und anders machst du deine Aufgabe nicht. Und so sitze ich an meinem Schreibtisch und kann selber quasi sagen, was ich für richtig halte, natürlich gesetzlich begründet, denn auch der eigene Boss sein, aber gleichzeitig auch die Sicherheit haben, die eben eine Verwaltung bietet. Ja, das ging mir auch so. Also ich finde auch diese Eigenverantwortlichkeit, die der Beruf mit sich bringt und damit auch diese Verantwortung, die man auch trägt, das ist schon besonders und gut. Ich finde, es ist auch ein sehr wichtiger Beruf. Also ohne Rechtspfleger würde bei Gericht, glaube ich, einiges nicht so laufen, wie es dann doch so abläuft. Muss man natürlich auch der Typ für sein, für die ganzen Entscheidungen. Und man wächst. Ich habe das in meiner praktischen Ausbildung gemerkt, man wächst unglaublich, weil man eben viel mit Leben und viel mit Menschen zu tun hat. Ach, eine sehr schöne Frage, die man auch von Freunden oder Bekannten mal gern hört. Rechtspflege, weil es für Jura nicht gereicht hat. Auf diese Frage darf man sich auf jeden Fall einstellen, wenn man das studiert. Ja. Das klingt immer, das hat immer so einen bitteren Beigeschmack. Ja, man hört das auch so oft. Ja, also es hätte tatsächlich bei mir für Jura gereicht. Ich habe mich aber bewusst für die Rechtspflege entschieden, weil ich nicht 6 Jahre rumstudieren wollte. Ganz einfach. Und ich sitze nicht nur stur am Schreibtisch und büffel, sondern ich habe auch ein bisschen Praxis mit. Und diese Praxis trägt einen auch mal durch schwerere Theoriezeiten, finde ich, weil man weiß, wofür man es macht. Ja, man kann Jura und Rechtspflege nicht zwangsläufig miteinander vergleichen. Also beides hat mit Recht und Gesetz zu tun und das muss man mögen, wenn man sich dafür entscheidet. Aber irgendwo ist es doch grundverschieden. Irgendwo gibt es Parallelen, vielleicht in einigen Rechtsgebieten jetzt. Hier Zivilrecht, Strafrecht, haben wir auch Berührungspunkte mit, aber irgendwo ist es ja auch von der Grundstruktur her ganz, ganz anders. Ja, so, richtig. Was man will und in welche Richtung man will. Und ich glaube, wir haben uns alle ganz gut entschieden, damit Rechtspfleger zu werden, weil wir eben auch direkt diese Praxiserfahrung haben wollten. Genau, und Rechtspflege hat, finde ich, auch den Vorteil, man ist von Anfang an, muss man auch mal sagen, verbeamtet. Das gibt schon seit dem ersten Tag eine gewisse Sicherheit. Und gerade in der heutigen Zeit, finde ich, ist das auch nicht außer Acht zu lassen. Ja. Nächste Frage? Ja, nächste und letzte sogar schon. Oh ja. Oh, seid ihr sowas wie Sekretärinnen vom Richter oder Sekretäre vom Richter? Nein, tatsächlich nicht. könnte man denken, wird auch oft so getan, als ob wir das sind, aber.
Nee, also man hat, wie gerade bei der anderen Frage auch schon gesagt, als Rechtspfleger und Richter bearbeitet man größtenteils unterschiedliche Rechtsgebiete, die überschneiden sich teilweise auch, aber die Aufgaben, die man da übernimmt, da hat jeder sein eigenes Gebiet, das ist auch gesetzlich so geregelt, wer was macht und von daher, nö, Sekretärin nicht. Wir arbeiten denen auch nicht zu, nee, oder so, oder wir machen nicht irgendwas vorher und die, nee, müssen noch unterschreiben. Wir nehmen keine Telefonate für Richter entgegen. Nee, das machen wir nicht. Wir sind ein eigenständiges Rechtsorgan. Genau, ein eigenständiges. Da legen wir sehr viel Wert drauf. Und unabhängig. Das auch. Korrekt. Nur an Recht und Gesetz gebunden. Ich denke, so, das ist ein gutes Ende. Wir sind sachlich ein unabhängig, ja, haben unsere eigenen Kompetenzen und das ist es gerade, eine große was Vielfalt. Genau. Ja, so kann man das zusammenfassen. Punkt. Wir sind hier im Justizzentrum in Aachen. Hier sind verschiedene Justizbehörden angesiedelt, unter anderem das Amtsgericht, das Landgericht, die Staatsanwaltschaft, das Verwaltungsgericht und das Sozialgericht. Ich bin seit Anfang August hier eingesetzt als B-Inspektor. Ich bin momentan hier dem Familien- und Betreuungsgericht zugeteilt und übernehme Aufgaben, die man als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle schon eigenständig wahrnehmen kann. Als ich das erste Mal tatsächlich selber meine Verfügung unterschreiben durfte, das war schon ein besonderer Moment und es fühlt sich gut an, jetzt nach dem Studium schon ins Berufsleben zu starten. Ich habe tatsächlich direkt nach der Schule angefangen mit dem dualen Studium und ob ich ein guter Schüler war, ich würde sagen mittelmäßig, war jetzt nie der Überflieger. Ich bin offen, geduldig, organisiert. Vielleicht sollte man schon ein bisschen organisiert sein. Ja, doch, so im Allgemeinen ist das schon ein spannender Arbeitsplatz, finde ich. Also und auch kein alltäglicher. Stolz macht mich, dass ich am Ende des Tages nach Hause gehen kann mit dem Wissen, dass ich eigene Entscheidungen treffen konnte, die ich vertreten kann und die dazu beigetragen haben, in irgendeinem Verfahren ja, mehr Klarheit reinzubringen. Rechtspfleger sollte man werden, weil es ein spannender und interessanter Beruf ist, in dem man Einblicke in viele verschiedene Rechtsbereiche und Lebenssachverhalte bekommt. Der spannendste Bereich für mich ist das Nachlassgericht. Mir hat es gut gefallen, den Leuten auch tatsächlich interagieren zu können. Unbedingt können sollte man, oder man sollte entscheidungsfreudig sein und verantwortungsbewusst die Entscheidungen, die man da täglich in kurzer Zeit treffen muss, zu denen muss man stehen. Also ich hoffe jetzt erstmal nach meinem Examen beim Amtsgericht bleiben zu können, aber ich hoffe auch im Laufe meines Berufslebens die Aufgabenbereiche nochmal wechseln zu können. Mein Tipp wäre, ein Praktikum bei einem Gericht oder einer Staatsanwaltschaft zu absolvieren, um einen Einblick in die Rechtspflege zu bekommen. Ende. Das war's für heute. Wir hoffen, ihr konntet einen kleinen Einblick in den Beruf des Rechtspflegers bekommen. Wenn ihr mehr erfahren möchtet oder euch sogar bewerben wollt, dann schaut vorbei auf insidejustiz.nrw. Schaut euch die anderen Videos an, lasst ein Like da, das würde mich sehr freuen und abonniert diesen Kanal und nicht vergessen, auf unserer Instagram-Seite vorbeizuschauen.